Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Stardew Valley mit Das Flip. Heute möchte ich mal wieder die Leute in der Stadt beschenken. Insbesondere bin ich auf der Suche nach Abigail, denn die habe ich bisher eigentlich sträflich vernachlässigt, obwohl die eine echt coole Socke ist. Viel Spaß! Guten Morgen! Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe eine Menge Geschenke für alle möglichen Leute im Inventar. Das ist schön. Morgen wird's klar und sonnig. So wünscht man sich das doch. Ich würde sagen, wir bessern erstmal unseren Hund. Und danach unsere Felder. Hey, Dr. Schnauzer! Und dann, was haben wir denn wohl heute vor? Ich denke, es steht kein besonderer Termin im Kalender. Wir könnten mal wieder in die Minen hinunterschauen. Denn ich hätte bis zum Frühling wirklich gern einiges an Gold vorrätig. Dann können wir uns nämlich anständige Sprinkler bauen. Und dann muss ich mich um das Upgrade dieser ollen Gießkanne eigentlich gar nicht erst kümmern. Denn ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, diese Gießkanne zu verwenden. Das würde ich gern komplett vermeiden. Ich sag's euch ganz ehrlich. Wir haben auch eine Menge Geschenke zur Hand. Wollte ich da einfach noch eine Geschenketour machen? Könnte man voll machen eigentlich. Dann lasst uns doch, wenn ich schon so ausgerüstet bin, in die Stadt gehen und Leute beschenken. Und dann gehen wir danach in die Minen. Beziehungsweise morgen. Das hier waren die die Geschenke hatte ich hier drin, aber die habe ich alle rausgenommen, ne? Wir waren ja mittlerweile so weit, dass wir einige Leute so weit beschenkt hatten, dass da gar nicht mehr geht. Den nehmen wir mit, den mögen viele. Haben wir außerdem noch Sonnenblumen? Haben wir. Die kann man ja auch ungefähr allen Leuten andrehen. Die mag ja jeder. Total faszinierend. Finde ich immer noch klasse. Da gibt's nichts groß zu entdecken. Ich finde die Deko am Krankenhaus auch sehr schön. Das Leben ist nicht schlecht, zumindest habe ich Tiefkühlpizza und Eier. Morgen hat Sebastian Geburtstag. Und wen treffen wir heute so an? Penny zum Beispiel. Nein. Oh, mit der sind wir schon fertig diese Woche. Na dann. Ich freue mich schon darauf, wie dein Hof im Frühling aussehen wird. Bestimmt total frisch und wunderschön. Oh, danke, Penny. Ich hoffe es auch. Hallihallo, jemand zu Hause? Ja, guck mal. Von welcher Marke ist dein Hemd? Egal. Oh, das war ich am liebsten. Ich weiß, dann habe ich sie geschenkt. Und hier nebenan, den Amethyst, schenken wir Emily. Ich glaube zumindest, dass Emily noch... Oh nein, der sollten wir tatsächlich nichts mehr schenken, denn die haben wir ausgemerkt. Dann hebe ich den Amethyst für die Abigail auf. Emily! Ich wette, du bist inzwischen ein ausgezeichneter Bauer. Na, ich hoffe es doch. Blauer Stoff. Ein paar Stücke sind ausgeschnitten mit gestickten Mustern entlang der Franse. Eine Hobbyschneiderin offenbar. Wo finden wir denn Abigail? Abigail ist doch die Tochter des Ladenbesitzers dort oben. Hi.
Warte mal, Jas, du magst bestimmt auch Sonnenblumen, oder? Ja, natürlich. Alle mögen Sonnenblumen. Was? Nein. Ich habe keine Blaubeeren und nichts für den Kollegen hier dabei. Wie stehen wir eigentlich mit dem? Mit Louis. Ah, ziemlich gut auch. Ich frage mich halt, ob das... Ich glaube, das sinkt eigentlich nicht mehr ab an der Stelle. Das heißt, mit Louis sind wir soweit auch ganz gut. Freund. Robin und Pam wären so die Nächsten auf dem Plan. Und für Clint habe ich Kupfer dabei. Gucken wir doch mal zu Clint rüber. Clint! 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 Wo bist du? Da bist du. Wie immer. Wenn du willst, dass ich deine Werkzeuge verbessere, musst du mir das richtige Erz bringen. Das leuchtet absolut ein. Ein lustiges Geschenk. Und gleichzeitig das Unoriginellste, das möglich ist. Mittlerweile darf ich in dein Zimmer. Cool. Ein Tonband befindet sich darin. Die ultimative Blues-Sammlung, Volume 2. Ihr hört also gerne Blues. Du stöberst durch Clints Besitztümer. Wie unhöflich. Es gibt einen Stapel von Schmiedeschürzen, ein paar Magazine, ein altes Schwert und ein nettes Bild von seiner Mutter. No. Da liegt irgendein Zettel auf dem Boden, aber mit dem kann ich nichts anfangen. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Haben wir den auch beschenkt? Hier unten ist nichts. Ich glaube, hier bin ich noch nie lang gelaufen, um zu schauen, was da ist. Hätte sich die ganze Zeit was verstecken können, ich hätte es gar nicht mitbekommen. Donnerwetter. Abigail, Abigail. Finden wir dich. Versuchen wir es zumindest mal. Da ist eine Menge Leute unterwegs. Ah, da ist auch Emily vorhin hingelaufen, nehme ich an. Manchmal gibt es neue Gegenstände im Sortiment, also schau hin und wieder vorbei. Okay. Oh, ich sollte aufpassen, dass ich nicht ständig versehentlich irgendwo hinklicke. Das gibt mir Unglück. Bodenkatalog. Ah, der Katalog, mit dem man dann eine Flatrate auf Tapeten und Böden bekommt. Der ist natürlich furchtbar teuer. Blumenstrauß, um romantisches Interesse zu zeigen. Hehe, mhm. Ich will ja erstmal noch nicht mit Leuten auf dem Level turteln. Oh, hab schon keine mehr. Ist irgendwo Abigail. Abby! Abby! Ich glaube, wenn, dann ist er da ganz im Nordwesten, ne? Das ist, glaube ich, ihr Zimmer. Hey, wenn du Material in Blaupausen brauchst, bla bla. Ja, klar. Schon recht. Bin ich bei Abby auch schon so gut dabei, dass ich in ihr Zimmer kann? Wusste ich gar nicht. Reise des Präriekönigs, Konsolenedition. Das ist das, was man auf dem Automaten im Wirtshaus spielen kann. Im Saloon, meine ich. Meerschweinchen David. Cool, sie hatten Meerschweinchen. Noch irgendwas? Nee? Dann gehe ich wieder. Ach, und das ist wahrscheinlich, das ist ein Notenständer hier, ne? Ein Geisterbrett. Ah, eine Art Ouija-Board, oder? Die machen ihren Sport mittlerweile. Fleißig, fleißig. Ich erledige all meine Einkäufe hier. So muss das. Tja, dann gehen wir weiter. In die Minen brauche ich mit so wenig Inventarplatz wirklich nicht zu gehen. Das macht nicht wirklich Sinn. Wir könnten mal gucken, dass wir noch ein wenig auf unserem Hof aufräumen. Da hatte ich ja das letzte Mal schon angefangen, Stein und Holz wegzudreschen. Damit könnten wir eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Ich
Ich packe mal meine ganzen Geschenke, die ich dabei hatte, wieder in diese Kiste hier. Ich könnte eigentlich auch gucken, wo Abigail sich so rumtreibt. Stardew Valley Wiki und so. Da ist ja, das sind die ganzen Wege der NPCs vermerkt. Wir haben Winter und wir haben einen Dienstag. Und wir haben 14.30 Uhr. Ah, sie geht nach Hause und spielt Videospiele. Dann würde ich mal sagen, gehen wir sie nochmal besuchen, denn jetzt sollte sie ja mittlerweile zu Hause sein. Hätte ich ein bisschen mehr Geduld gehabt, hätte ich sie einfach so erwischt. Tja, nachher ist man immer schlauer, ne? Aber ich habe Abigail echt noch nicht so viel beschenkt und sie mag Kürbisse tierisch gerne. Also, wenn ich schon welche habe, ne? Soll sie sie haben. Abby! Abigail! Du coole Socke, wo bist du? Moment, die sollte doch hier leben. Oder? Dienstag. Ja, um 14.30 Uhr läuft sie nach Hause. Jetzt haben wir aber schon 15.40 Uhr. Ah, guck mal, da ist sie doch. Hey, Abby. Oh, das hat eine Szene getriggert. Oh. Das Flip. Hast du mich erschreckt? Warum schleichst du dich so an? Ich habe Reise des Predikönigs gespielt und schaffe nicht mal das erste Level. Dieses Spiel ist unglaublich schwer. Ne, entweder das oder ich bin nur einfach schlecht. Hey, willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Yeah! Multiplayer! Player 2 entered the game. Oh, boah, wirklich jetzt? Hilfe! Leertaste Item, WASD. Okay, und damit kann ich feuern. Nein! Wir sind beide draufgegangen. Ah! Ja, ne, ich bin nicht gut in dem Spiel. Okay, nach einer Weile kommt sie wieder. Ah, ich schieb grad voll Stress. Ach so, das, die Einser sind wahrscheinlich One-Ups, oder? Und dann haben wir mehr Leben. Das ist ein Item hier. Ah! Waren das schon alle unsere Leben? Ich fürchte ja. Nee, ich habe noch mein Item. Was hat dieses Item gemacht? Ich habe mich einfach teleportiert. Damit habe ich nicht gerechnet. Nein! Oh, ich habe es noch gekriegt. Und ich bin nicht draufgegangen dabei. Sensationell. Ah. Abby stirbt wie am Fließband. Ah. Das war's. Verdammt. Ich habe mein Bestes gegeben, tut mir leid. Ich gebe auf, ich werde nie über das erste Level hinauskommen. Ach egal, danke fürs Versuchen. Hm.
Verdammt, ich hab's verkackt. ich habe aber trotzdem noch einen Kürbis für dich, Abby. Halt! Warte, warte! Klingt eine dampfend heiße Tasse voll Kakao gerade nicht gut? Oh, doch. Das ist im Winter eine super Sache. Heyo, der Tag war unterm Strich relativ langweilig, aber das war doch gerade nochmal ganz interessant. Heieiei. Dieses Spiel ist sakrisch schwer. So, ich wollte mich hier noch ein bisschen austoben, ne? Ich könnte auch... Ich sollte dann vielleicht gleich schon mal ein paar Sachen aus dem Inventar rauspacken. Ein paar Werkzeuge, die ich morgen nicht mehr brauche, wenn ich in die Minen gehe. Ja, die Axt muss ich auch mal upgraden. Ist ja so. Ach, hier ist der Schrein vom Großvater, oder? War der bisher immer versperrt? Es liegt Gestrüpp drauf herum. Das Flip, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres. Genau, nach dem zweiten Jahr erscheint nämlich der Geist des Großvaters. Und hier drauf gehen doch Lichter an, wenn man irgendwelche Sachen richtig macht, oder? Irgendeine Mechanik in diese Richtung gibt's da. Habe ich zumindest mal gehört. Jetzt sind wir einmal komplett um meinen Hof rumgegangen. Äpfel und Orangen können wir auch als Geschenke mitnehmen. Das sind doch so Universal Likes oder sogar Loves. Die mögen fast alle. Na, da ist doch nochmal ganz ordentlich was zusammengekommen. Diese silbernen Brombeeren packen wir noch hier mit rein. Dann nehmen wir nur die normalen Morgen mit in die Minen. Und apropos Minen. Wir lassen noch etwas Werkzeug hier. Nämlich das, das, das. Hier. Denn in den Minen brauchen wir das nicht. Da brauchen wir nur noch das Zeug, was ich jetzt tatsächlich auch schon bei mir habe. Ich werde nur morgen früh natürlich nochmal gießen müssen. Deswegen macht es nur bedingt Sinn, jetzt schon die Gießkanne wegzulegen. Die brauche ich morgen früh nochmal. Na, da gab es nichts Interessantes. Da schauen wir morgen nochmal. Alles klar, dann sind wir doch gespannt auf den Tag in den Minen morgen. Und heute haben wir immerhin was von Abigail gesehen. Ich muss ja sagen, ich bin in Stardew Valley ein genauso mieser Shooter-Zocker wie im echten Leben. Naja, daran wird sich wohl nie was ändern. Ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen. Vielleicht sehen wir uns dann ja in der nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bye bye.